Herr Nunak, jetzt mal Butter bei die Fische. Ihr Haus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Ihre Familie ist spurlos verschwunden. Und Sie wollen mir jetzt ernsthaft erzählen, dass Sie damit nichts zu tun haben? Natürlich nicht. Glauben Sie etwa, ich zerstöre mein eigenes Leben? Ihre Frau verschwindet doch nicht einfach so! Wann haben Sie sie denn das letzte Mal gesehen? Letzten Montag, glaube ich. Wir haben uns gestritten. Danach ist sie einfach abgehauen. Ja, dann können Sie mir auch sicher sagen, worum es in dem Streit ging. Ich kam von der Arbeit nach Hause. Da stand sie schon im Schlafzimmer und hat ihren Koffer gepackt. Was machst du da? Ich muss hier weg. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Was ist denn ernst? Lass mich in Ruhe. Seitdem ich die Sachen mit Florian weiß, kann ich einfach nicht mehr klar denken. Dann hat sie unsere Tochter mitgenommen und ist ausgezogen. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Wer ist dieser Florian? Florian Reimann war mein bester Freund. War? Ja. Wir waren vor ein paar Jahren zusammen im Urlaub. Eigentlich so zelten, Bierchen trinken. Aber dann... Ich sehe doch, wie du sie ansiehst. Wir verstehen uns nur gut. Da ist nichts, Mann. Du bist mein bester Freund. Ich würde dir nie deine Freundin ausspannen. Also Britta steht eh nicht auf so Typen wie dich. Komm mal runter, okay? Herr Nunak? Herr Nunak! Florian hat mich für diesen Unfall verantwortlich gemacht. Wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen. Und jetzt nimmt er mir erst meine Frau und zündet dann auch noch mein Haus an. Sie glauben also, dass dieser Florian Reimann Ihr Haus angezündet hat? Ich weiß es! Ich habe ihn dabei beobachtet! Ich musste länger arbeiten und kam erst spät nach Hause. Schon im Flur kam mir dieser komische Geruch in die Nase. Dann ist dieser Typ an mir vorbeigelaufen. Das war Florian. Ich habe ihn genau gesehen. Warum sollte Florian Reimann Ihr Haus anzünden? Ist es nicht offensichtlich? Er will sich an mir rächen. Ja? Die Kollegen haben die Frau gefunden. Sie ist jetzt auf dem Weg hierher. Sehr schön. Dann bringen Sie sie gleich zu mir. Herr Nunak, Sie können gehen. Vorerst. Hallo, Nick. Was soll denn das? Du bist schuld. Ich weiß nicht, was du meinst. Du mieses Arschloch. Du zerstörst mein Leben und denkst, du kommst einfach so davon. Aber jetzt wirst du nicht wieder weglaufen können. Es tut mir alles so leid. Es war ein Unfall. Es hätte so weit nicht kommen dürfen. Du hast mir mein Leben genommen. Jetzt nehme ich dir deins.
Sie erstmal einen Schluck. Dankeschön. Ich weiß, das ist jetzt schwer für Sie, aber ich muss Ihnen noch ein paar Fragen zum Tod Ihres Mannes stellen. Glauben Sie, Sie schaffen das? Bis jetzt konnten wir keine Anzeichen einer Fremdeinwirkung feststellen. Das bedeutet, glauben Sie, dass Ihr Mann selbst gesprungen ist? Er hat erzählt, dass er große Angst hatte, dass ein gewisser Florian Reimann ihn verfolgen würde. Meinen Sie, dass der irgendwas mit der Sache zu tun haben könnte? Wieso Florian? Der ist seit 5 Jahren tot. Nick und er waren zusammen im Urlaub. Er ist von einer Brücke gestürzt. 20 Meter in die Tiefe. Und danach haben Sie dann Nick geheiratet. Warum haben Sie ihn letzte Woche verlassen? Ich hatte herausgefunden, wie Florian wirklich gestorben ist. Ich sehe doch, wie du sie ansiehst. Da ist nichts. Ich bin dein bester Freund, ich würde dir nie deine Freundin aussparen. Britta wird eh nicht auf so Typen wie dich stehen. Ja. Was machst du da? Sie werde ich alles einfach hier aus. Ist das dein Ernst? Lass mich in Ruhe! Du hast mich 5 Jahre lang angelogen. Und du hast mir immer gesagt, dass es ein Unfall war. Und jetzt das? Hier, nimm das. Das. Nimm den mit, verpiss dich. Sieh zu, dass du lang gewinnst. Raus jetzt, raus, verzieh dich!